Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie schon im Antrag ausgeführt, hat die rot-grüne Landesregierung im März 2017 das Deutsche Institut für Menschenrechte beauftragt, als Monitoringstelle die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu überwachen. Und dieses Monitoring betrifft alle Lebensbereiche. Damit hat sich die damalige Landesregierung und insgesamt das Parlament einer sehr kritischen Reflexion gestellt, um den Umsetzungsprozess der Inklusion zu begleiten und auf notwendige Korrekturen sofort eingehen zu können. Und dass dort Korrekturen notwendig sind, Weiterentwicklungen, Umsteuerungen, das ist sicherlich unzweifelhaft. Das haben wir auch in der letzten Legislatur im Schulausschuss zum Beispiel ganz deutlich besprochen. Und diese Aufgabe stellt sich. Also eine kritische Selbstreflexion, das ist angebracht. Das Institut hat nach dem gestrigen Konsultationstag eine erste Pressemitteilung herausgegeben und Sie haben deutlich gesagt, besonders im Schulbereich wurde großer Handlungsbedarf angezeigt und gleichzeitig die Zielrichtung eben auch benannt. Die UN-Konvention gibt klar den Auf- und Ausbau der inklusiven Schule vor und spricht sich gegen Segregation aus. Die Stellungnahmen der Verbände, die zum Teil schon öffentlich geworden sind, aber nicht alle, sagen sehr deutlich, dass gerade im Schulbereich die bisherigen Erwartungen auch an die neue Landesregierung enttäuscht worden sind. Es ist versprochen worden, inklusive Schulen besser personell auszustatten. Das tragen wir ausdrücklich mit. Das Fortbildungsangebot deutlich auszubauen und den weiterführenden Schulen gut aufgestellte inklusive Schwerpunktschulen einzurichten. Dazu liegen bis heute keinerlei Konzepte vor. Und das wird angemahnt von den Eltern, die ihre Kinder inklusiv gemeinsam lernen, auch beschulen wollen. Und es wird deutlich, dass es auch Probleme gibt mit dem, was angekündigt worden ist, ein Moratorium auszusprechen. Klärung, das ist gut, aber es muss dann zu Konsequenzen und zu Konzepten kommen. Deswegen ist es jetzt gut und richtig, diesen Prozess der Monitoringstelle zu nutzen, dass wir in die Stellungnahmen hineinschauen und auch anhören und anschauen, welche Analysen und Bewertungen durch die Monitoringstelle vorgenommen wird. Und das nicht nur im Schulbereich, aber da sind Fragen besonders drängend, weil das Schuljahr im August dann auch beginnen wird. Es bezieht alle Lebensbereiche ein. Darf ich Sie gerade einmal unterbrechen? Ja, bitte, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Level der Unterhaltung ist derzeit so hoch, dass wir eine starke Unruhe haben. Es wäre nett, wenn Sie die Unterhaltung in der Lautstärke etwas dämpfen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Präsident. Weil auch die Fragen der Neuordnung, der Bauordnung, Mobilitätsfragen, die Rechte der Menschen mit Behinderungen natürlich befassen. Und überall gibt es Initiativen, die wir hier gemeinsam diskutieren. Deshalb unser Antrag, dass wir uns die Ergebnisse, die Stellungnahmen jetzt sehr zeitnah in den Fachausschüssen anhören möchten. Und ich bitte Sie, dieses Verfahren dann auch entsprechend konstruktiv zu begleiten, damit wir in allen Handlungsfeldern zeitnah zu guten Entscheidungen kommen können. Dankeschön.